Glamour, Schala, Fokusstrategie, wir haben den Samstag, 5. März 2022. Fünftens, die richterlichen Behörden. Artikel 101, Unabhängigkeit. Die Gerichte sind unabhängig. Artikel 102, erstinstanzliches Gericht. Absatz 1. Die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit wird für das ganze Kantonsgebiet vom Gericht erster Instanz ausgeübt. Absatz 2. Das Kantonsgericht entscheidet erstinstanzlich in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. Artikel 103. Kantonsgericht. Die zweitinstanzliche Gerichtsbarkeit wird vom Kantonsgericht ausgeübt. Verfassungsgerichtshof. Absatz 1. Der Verfassungsgerichtshof des Kantonsgerichts überprüft die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze auf Antrag und vor deren Inkrafttreten. Absatz 2. Er beurteilt in den Schranken des Gesetzes a. Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit kantonaler und kommunaler Dekrete, Beschlüsse, Verordnungen und Reglemente. B. Streitigkeiten über die Autonomie der Gemeinden, der anerkannten Kirchen und ihrer Kirchgemeinden. C. Streitigkeiten über die Ausübung der politischen Rechte, über die Gültigkeit kantonaler Wahlen und Abstimmungen und auf Beschwerde hin über die Gültigkeit von Wahlen und Abstimmungen in den Bezirken und den Gemeinden. D. Kompetenzstreitigkeiten zwischen kantonalen Behörden, sofern der Verfassungsgerichtshof nicht selber Partei ist. E. Die anderen im Gesetz genannten Streitigkeiten. Artikel 105, Jugendliche. Der Jugendschutz untersteht in Strafsachen einer besonderen Gerichtsbarkeit. Artikel 106, Strafuntersuchung und Staatsanwaltschaft. Die Strafverfolgung wird von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen. Artikel 107, Organisation, Befugnisse und Verfahren. Das Gesetz regelt die Einzelheiten der Wahl der richterlichen Behörden, ihrer Organisation, ihrer Befugnisse sowie das Verfahrensrecht unter Vorbehalt des Bundesrechts. Nachher geht es weiter mit fünftens, die Bezirke und die Gemeinden.